Der Katharinenhof Großhennersdorf, Ort des Schreckens. Der sogenannte Katharinenhof in Großhennersdorf bei Zittau wurde 1721 von Henriette Sophie von Gersdorf, einer frommen, karitativ tätigen Frau, zur Unterbringung von Waisenkindern gegründet. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde diese Einrichtung zur Betreuung von geistig Behinderten umgewidmet. Leiter dieser Einrichtung wurde der 1940 verstorbene Dr. Ewald Melzer, ein zu seiner Zeit als fortschrittlich geltender Psychiater. Melzer war zwar gegen die Tötung sogenannter Schwachsinniger, begrüßte aber andererseits die rassenhygienischen Maßnahmen der Nazis, wie zum Beispiel die Sterilisierung von geistig behinderten Menschen. Ende der 30er Jahre wurde unter persönlicher Federführung Hitlers der Tod geistig behinderter Menschen geplant. Die sogenannte Euthanasie oder Aktion T4, der bis 1945 ca. 140.000 Menschen zum Opfer fielen. Im Katharinenhof waren ausschließlich Kinder und Jugendliche untergebracht. In den Morgenstunden des 27. September 1940 fuhren 5 tarngrün angestrichene Autobusse der gemeinnützigen Krankentransportgesellschaft, einer T4-Tarnorganisation, vor. Sie holten 173 Kinder und Jugendliche, darunter 104 Jungen und 69 Mädchen, ab. Diese behinderten Menschen wurden zum Teil in der nahegelegenen damaligen Landesnervenanstalt Großschweidnitz, zum Teil in Pirna-Sonnenstein, einer speziellen Vernichtungsstätte, entweder vergiftet oder vergast. Andere Kinder wurden mittels Hungerrationen umgebracht. Auch nachdem 1941 nach massiven Protesten, vor allem aus kirchlichen Kreisen, das organisierte Töten eingestellt wurde, ging die Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens durch Giftbeibringungen in den Krankenanstalten bis Mai 1945 weiter. Von den Kindern des Katharinenhofes überlebten nur sehr wenige. In den Gebäuden wurden danach etwa 400 Elsass-Lothringer, die wegen ihrer Wehrdienstverweigerung zwangsumgesiedelt worden waren, sowie Bessarabiendeutsche untergebracht. Der Katharinenhof wurde in den letzten Kriegsstunden durch Beschuss beschädigt. Im November 1941 wurden die Zwangsumsiedler aus Slowenien im Dorf untergebracht. Im Oktober 1944 die ersten Flüchtlinge aus den Ostgebieten. Der Ort wurde Durchgangsstation für Tausende, die zeitweilig beherbergt und versorgt werden mussten. Am 7. Mai 1945 erfolgte das Kommando zur Räumung des zur Verteidigung vorbereiteten Dorfes und am 8. Mai wurde Großhennersdorf zum Kampfgebiet. Nur durch die Nachricht von der Kapitulation kam es nicht zu schwereren Zerstörungen. Im Jahre 1996 wurde auf dem Gelände des Katharinenhofes ein Denkmal für die ermordeten Kinder errichtet.